Ja, hallo Freunde und recht herzlich willkommen bei Ich am Weg Wandern mit Peter. Ja, ich befinde mich gar nicht so weit weg von zu Hause. Warum? Denn ich wurde nämlich nominiert vom lieben Marco Strauch von Strauchs Wanderlust zu der Vor der Haustür Challenge, die von der lieben Heidi und vom lieben Mike von Mein Mike ins Leben gerufen wurde. Das ist also eine Challenge, ja, wo ich vor der Haustüre einen kleinen Spaziergang machen kann und euch mitnehmen kann, und das tue ich jetzt. Also ich wünsche euch viel Spaß mit einem Einblick in meiner schönen Gegend. Also dann gehen wir los, oder? So, dann wollen wir doch mal aufbrechen. Nicht weit von mir entfernt befindet sich ein Bahnhof für den regionalen Zugverkehr und auch eine U-Bahn-Station. Die alte Donau ist ein ehemaliger Donauarm aus einer Zeit, bevor die Donau noch nicht reguliert war. Hier wartet unter anderem der Wiener Wasserweg. Gleich daneben erreichen wir die sogenannte Neue Donau. Sie führt parallel zur eigentlichen Donau und wird nur durch die Donauinsel getrennt. Das Schillerwasser ist ein mit Schilf bedeckter Donaualtarm. In meiner Reihe Unser schönes Wien habe ich darüber schon ein Video gemacht und dieses blende ich euch jetzt sehr gerne ein. Und schon gelangen wir auch zum Pendant des Schillerwasser, nämlich das Mühlwasser. Dieses ist unterteilt in das obere und das untere Mühlwasser und ist ebenfalls ein ehemaliger Altdonauarm. Sowohl das Mühlwasser als auch das Schillerwasser reichen hinein bis in den Nationalpark Donauauen oder auch genannt die Lobau. Selbstverständlich habe ich auch hier bereits ein richtig tolles Video über eine Wanderung um das Mühlwasser gemacht. Das blende ich euch ebenfalls jetzt ein.
So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat dieser Spaziergang hier mit mir gefallen, hier bei der Vor der Haustür Challenge. Ich finde es immer wieder großartig und ich bin sehr dankbar für die Gegend, wo ich zu Hause sein darf. Ja, aber jetzt wird es an der Zeit, auch andere Kanäle zu nominieren. Und zwar würde ich gerne sowas Ähnliches sehen. Und zwar von meinem Bruder, von Thomas, vom Kanal Noch lange nicht genug. Also, pack dich zusammen und marschier los. Ja, und dann, eins, was ich unbedingt gerne sehen möchte, ist Vor der Haustüre vom lieben Sprödi. Sprödi, du weißt Bescheid, gell? Ja, und wo der Sprödi nicht weit weg ist, wo Moderations-Action herrscht, da kann natürlich der liebe Radlwadl-Andi, ja, nicht weit sein. Und das würde ich natürlich auch gern sehen, weil der wohnt ja auch in einer wunderschönen, traumhaften Gegend. Ja, ich sage einmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und zwar wann? Wenn ich wieder am Weg bin und ihr hoffentlich mit dabei. Also dann, ciao, ciao und noch einen schönen sonnigen Tag. Natürlich findet auch die von zu Hause Challenge einen Eintrag in mein virtuelles Tourenbuch. Die Aufnahmen stammen aus dem 22. Bezirk von Wien, die Donaustadt, aus dem Grätzl Stadtlau, meine Heimat. Mein Spaziergang ist 7,5 Kilometer lang und man legt satte 18 Höhenmeter zurück und ganz gemütlich braucht man dafür 1,5 Stunden. Ich bin wirklich sehr glücklich mit der Natur vor meiner Haustüre, denn hier kann man sich seinen Spaziergang sehr vielschichtig einteilen und es bleibt immer abwechslungsreich. Markiert ist diese Tour allerdings nicht und es ist überwiegend Asphalt. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video zu der von zu Hause Challenge gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns schon sehr bald wiedersehen. Also dann, bis zum nächsten Mal, euer Peter und bleibt am Weg!